ああ、確かに周りの様子が変だなとは思ってたけどよ。そっか、そんなことになってんのか。元に戻るまでどのくらい時間がかかるもんなんだ。見当もつかないな。こんな不具合前代未聞だろうし。メイジュちゃんたちにもわからねえのか。開発関係者なんだよな。と言っても私の役目はあくまでサポートですし、風花は風花でテストプレイヤーという外部協力者でしかないので、テストルームに常駐してるスタッフさんはいるはずなんですけど、システム障害のせいでここからは連絡が取れません。マジか。すみません、お役に立てず。いや、悪い、責めたわけじゃねえんだ。責任感じなくていいって。ピンチな時ほど明るく明るくな。はい。そういえばテストプレイヤーってどんなお仕事なの？一般的にはプログラムが使用通りに動くかどうかの検証ですね。実際に使ってみて不具合が起きないかを確かめます。ただ私の場合はちょい特殊なんだ。あ、風花さん戻ってきた。どこに行ってたんだ？ちょっと先の様子を偵察に。と言っても見渡す限りずっと草原だったけどね。ということはこの先まだまだこの変わり映えのしない景色が続くということね。飽きたわ。そろそろ町か村が見えてきてもいいような。やっぱりこれマップそのものが大きく変化しちゃってる。あんまり考えたくないけどそう思っておいた方が良さそうだな。飛竜がいればひとっ飛びなのに。うわ、不機嫌そう。風花の話が途中だっけ。ん？ああ、少しばかり変わった体質なんだよ私。過剰適合って言葉知ってる？聞いたことあるような。あ、 VR に対する適性の話だっけ。そう、広い意味では FNC、 フルダイブ不適合に分類されるんだけど、適合が不完全なんじゃなくて、適合しすぎたせいで開発側が想定した以上の能力を発揮しちゃうって症状。想定した以上というと？VR 世界に存在するものって本当は全てデジタルデータですよね。例えばそこに生えている木や草とかも、これはデータに対して人間の視覚では木や草として認識されるような処理を行っているわけです。そのあんまりいい言い方じゃないですけれど、ある意味ごまかしてるというか。でも風花は体質的にそのごまかしの先を見通せます。木ではなくオブジェクトの生データとして捉えることができる。ゲームではナビゲーション AI がモンスターやフィールドのデータを解析して教えてくれることがあるけど、つまり人間なのにそれと同じような真似ができてしまう。そういうことね。へえ、すげえじゃねえか。ナチュラルなチート能力だな。そっか、それでさっきクラインさんを閉じ込めてた檻が破壊可能オブジェクトだって一瞬で見抜いてたんだ。実際には見抜くっていうよりもう少し感覚的なもんだけどね。それにそこまで便利な体質でもないんだよな。例えばゲームなんかは素直に楽しめない。あれやこれやがデータとして認識されてしまうもんだから、風景やキャラのグラフィックがいくら綺麗に作り込まれていても普通のプレイヤーみたいに堪能できないし。風花のはかなり顕著で珍しい症状ですけれど、データを五感に変換する過程がうまくいかない人はたまにいますから。ガラクシアを作る際開発部も対処を研究していたんです。そうそう、開発の初期から関わってたからかなり長い付き合いなんだよ。だから心配だし早く戻って状況を確認したいんだけどね。そういや、一つ言い忘れてた。この先確かに草原がずっと続いてるんだけど、その向こうに直
ょっと気になるものの姿が見えたんだ。気になるもの？何この声。魔獣かしらね。おそらく相当に巨大な。どうするよ、霧の爺。おかしくなってるとはいえ、エール王の世界なんだ。強力なボスモンスターがいても不思議じゃない。ただ、強敵であればあるほど、見返りも大きいってのが相場だ。ここは慎重に準備を。殺すわ。お前たち、ついてきなさい。言うと思ったよ。Vor allem finde ich bei Kleinen auch extrem wichtig, der ist halt nicht nur so, oh, der baggert die ganze Zeit die Mädels an, sondern wenn jetzt das Mädel jetzt im Fall jetzt von Quinella sagt so, ey yo, ich hab keinen Bock auf den, dann hört er halt auch auf. Also das finde ich auch immer noch so wichtig zu erwähnen, also nicht nur, dass er irgendwie so jemand ist, der halt nur ständig irgendwelche Mädels belästigt, sondern wenn halt ihm Mädel sagt, ey yo, ich hab keinen Bock auf dich, lässt er sie halt auch in Ruhe. Und das darf man auch bei Klein nochmal, finde ich, nicht vergessen. Also es ist nicht irgendwie irgend so Perverse, der halt die ganze Zeit irgendwelche Mädels anbagert. Sondern wenn ihm gesagt wird, jo, lass mich einfach in Ruhe, ich hab keine Lust mit dir. Dann lässt das ja auch vor allen Dingen sein. Lol, wie unten. Das sieht so weird aus. Klein in dieser Outfit sieht so lustig aus, Alter. Oh mein Gott. Okay. Wie lange die Story geht, ist tatsächlich aktuell noch unbekannt, wie lange die Story tatsächlich gehen soll. Also da gibt's auf jeden Fall verschiedene Gerüchte zwischen 10 bis 15 Stunden oder 45 Stunden. Dieses Spiel klar auf den Multiplayer ausgelegt ist, aber es sollte natürlich für die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ey, ich kaufe das Spiel nur für die Story, dann musst du halt schon einen gewissen großen Teil an Story beilegen. Und vor allen Dingen, was man ja bislang hier sehen kann, ist, dass die Level einen großen Wiederspielwert haben, wenn du halt zum Beispiel nicht den S-Rang erreicht hast. Auch das kann man in diesem Spiel. Kirito ist jetzt hier ein bisschen schneller. Deswegen werde ich das jetzt auch verkacken. Aber ich finde es sehr cool, dass man halt wirklich Remixe sich entschieden hat. Also dass man nicht nur halt bekannt ist, Musik halt mit. Oh mein Gott! Als ob das ich noch hinbekommen habe. Oh nein, das sind die Gegner. Die Gegner kenne ich ja noch aus Lawsong. Die sind sehr nervig und da ist sogar ein Rosa dabei. Vielleicht sollte ich auch mit Leafa spielen. Gerade mit ihrer Flugfähigkeit. Sollte ich das auf jeden Fall mit ihr nutzen. Wäre gut, wenn sie jetzt gleich mal ihre Ulti verwenden könnte. Vor allem können wir mit Leafa auch Elementschaden machen. Das ist sehr gut. Ich dachte, dass ich wenigstens ihre Ulti nutzen kann. Okay, eigentlich wollte ich mit Kirito jetzt die Ulti nutzen, aber nein. So, Items einsammeln. Das war jetzt hier wirklich der Mega-Boss, der aufgetaucht ist. Ich dachte, da kriegen wir noch einen stärkeren Gegner, aber nö, nicht der Fall. Okay. Nehme ich aber gerne mit. Wir haben die Gegner schnell besiegt. Ich finde es auch gut, dass man hier wirklich noch die Zeit hat, sozusagen alle Items theoretisch zu sammeln und sich nochmal ein bisschen umzugucken. Auf eine andere Welt. Und jawohl, wir haben es. Geil. Sehr, sehr gut. Level 8 und 9er Waffen bekommen wir. Und, lol, das ist das Band von Klein, was wir als Accessoire bekommen haben. Beziehungsweise mit einer anderen Farbe. Ja. Das ist ein anderes Stirnband. Das ist sogar das SEO-Stirnband. Nice. Sehr, sehr cool. Freut mich. Kann ich das eigentlich nur Klein geben oder kann ich das zum Beispiel auch Kirito geben? So, Level 9.
Kirito ist immer noch Rank 1. Aber das ist ja nicht schlimm. でっけえ扉だな。さっきのボスモンスターはこれを守ってたんだね。どっかに通じてるのかな。キリト君、これ似てる。似てるって何？ガラクシア。ほら、前に私がみんなを集めた時、最大圏の世界に出入りするのに扉を通ったでしょ。これは多分出口じゃないかな。つまり今俺たちがいる空間が実はガラクシアによって作られたものだったってことか。で、俺たちは今までそこに囚われていた。これが出口だとしてどこに出ることになるんでしょうか。悩んでいるだけじゃ何もわからないの。進むしかないでしょ。確かにな。これは見事な景色だな。宇宙の中に浮いてるみてえだ。でも私たちの知ってる ALO の世界とは全然違う。どうしてこんなことになっちゃってるんだろう。まさかあの光点の一つ一つがガラクシアのシステム以上で作り出された VR ワールドってことなのか。大きいのから小さいのまで無数にあるけど、こんな状態でテストルームの場所を特定できるのかな。風花のその過剰適合ってので目的地を見通したりとか。無理、そういう便利能力じゃないし。目の前のオブジェクトはちょっと変わった見え方をするという程度のものなので。そっか。どうするよ霧の字、あのキラキラしてんの一つ一つしらみつぶしに回るか。さすがにそれは勘弁してほしいな。歩くのにも飽きちゃったわ。一気に転移できないのかしら。ねえ、これから何をするにせよちょっと休憩しない？いろいろ起こりすぎて私頭痛い。まあそうだな。ただ周りの景色が壮大であんまり気が休まらないんだよな。あ、風花、フラフラしてると危ないですよ。平気平気、ちょっとその辺漂ってる VR 空間を覗いてるだけだし。広さはいろいろ、小さいのはアパートの一部屋分くらいの大きさからかな。どっかにいい感じの。あ、ねえみんな、ここ一休みにいいんじゃない。なんかおしゃれなコテージみたいなのがあるよ。コテージ？建物の種類で寝泊まりできる小さな家って感じかな。ゆっくり休める場所があるならありがたいよな。どれどれ。お、あ、キリト君、ここって。俺たちのログハウス。知ってる建物なんですか。ああ、間違いない。 ALO で俺たちが溜まり場にしてる場所なんだ。よかったね。なんていうか、馴染みのある場所だと心の安らぎ方が違うよな。しかしこんな状況でここをあっさり発見できるなんてついてんな。はいはい、見つけたの私。お、ありがとうな風花。じゃあここでしばらく休んでいくか。この先の探索にも拠点として使っていこう。賛成。もしかしたらアスナも巻き込まれて
この世界のどこかにいるのかな。だとしたらどうにか合流できれば嬉しいんだけど。Ich möchte mal ganz kurz highlighten. Die Bilder habt ihr da im Hintergrund gesehen. Kirito und Asuna und Yui und Asuna. Super cute. Dann schauen wir uns das hier an. Blutschwingritter. So wie es im Deutschen ja eigentlich heißt. Ich bin halt immer bei den Sequenzen, wenn es lädt, halt unsicher. Okay, kommt da jetzt noch ein...からは森林地帯ですね。見た感じ、深い森がずっと向こうまで広がっているようです。おそらく、いえ間違いなく、モンスターも徘徊していると思われます。マップの広さ、予想されるリスクなどを勘案すると、もう少し人数を集めた方が効率的かと。ですので、ここは一度引き返して、改めて探索の準備を整えることを提案します、団長。そうだな。とはいえ、地形や出現するモンスターの種類はある程度事前に把握しておいた方がいいだろう。本格的な探索にかかる前に我々だけで少し下見をしておくべきではないかな。私たちだけでですか。おや、アスナ君は反対かね。ええ、賛成はできません。見通しの悪い未探索エリア、しかも私たちは今3名のみ。無用な危険を犯す必要はないのでは。何より団長はこのアインクラッドの攻略に不可欠な戦力です。慎重だね。このところ少しばかり実戦から遠ざかっていたし、勘を取り戻しておきたいのだが、それに未踏の地に第一歩を記すというのは、君と親しいあの黒の剣士も真っ先に飛び出していくタイプではないかな。そうかも。あ、いえ、彼のは向こう水とか無謀と言うんです。一度こうと決めるとこっちの忠告にも耳を貸せなくなっちゃうし、この間だって。今彼のことは関係ないでしょ。そうだな、失礼した。いえ、あなたの意見は。ノーチラス。はい、撤退のタイミングを見誤らなければ大丈夫じゃないかなと思います。油断するわけじゃないけど、団長の防御を抜いてくるようなモンスターが突然出現する可能性は低いでしょうし。だけど、ノーチラス君は下見に賛成と。多数決なら2対1だね。団長、私は自分の能力にそれなりの自負を持っているが、それ以上に君たちのことを信頼している。この3人であれば滅多なことは起こらないと思っているのだがね。どうかな、アスナ君。はあ、わかりました。それが団長の決定なら従いますし、その代わり危険があればすぐに引き返しますからね。結構。さて、それでは進もうか。ねえアスナさん、団長、今日はなんだかこうちょっとテンションが高くないですか。そう？まあ、あえて少人数での探索を主張するのは珍しいけれど、言われてみれば少し楽しそうかしら。うん、血明騎士団の団長ヒースクリフ、団員ノーチラス、そして私は副団長のアスナ。私たちはカヤバアキヒコによって VR ゲームソードアートオンラインの世界に囚われてしまった。生きて帰るためにはこのゲームを攻略し、そのはずよね。でも何なのかしら、この違和感は。アスナさん。いえ、何でもないわ。今行きま…なんだ。森の奥から誰かが戦ってるようだね。で、のんきに構えてる場合じゃないですよ。こっちにもモンスターの群れです。蹴散らして奥の人と合流しましょう。wer das wohl sein könnte? Ich habe das schon rausgehört, dass es
Jetzt dürfen wir also zum ersten Mal mit Heathcliff und vor allen Dingen auch zum ersten Mal mit Nautilus kämpfen. Asuna kennen wir schon aus der Beta, aus der Open Beta. Der Closed Beta war sie ja nicht dabei, aber in der Open Beta, deswegen kennen wir so ein bisschen schon mal ihr Kampfsystem und wie sie spielt. Aber bei den anderen kennen wir es natürlich nicht. Heathcliff, das war wahrscheinlich natürlich richtiger Hype, dass er jetzt tatsächlich sozusagen als spielbarer Charakter in diesem Spiel dabei ist. Natürlich als Tank, also eine andere Rolle hätte er natürlich auch nicht verdient gehabt. Und der gute Nautilus. Ich guck mal ganz kurz, okay. Er hat erstmal nur diese eine Kleidung. Finde ich sehr interessant, dass er hier erstmal in seiner Kyubi-Kleidung auftaucht. Also es scheint so, als hätten die anderen jetzt hier auch noch nicht ihre Erinnerung freigeschalten, sondern sind sozusagen im Grunde genommen etwas... ich mag Heathcliff absolut, ja, das ist ein... Ein cooler Charakter. Okay, jetzt haben wir hier so ein relativ eingeengtes Gebiet. Schauen wir uns mal an. Oh, der macht guten Damage, muss ich sagen. Oh, kann er... Was hat er jetzt gemacht? Hat er sozusagen jetzt den Angriff der anderen verstärkt? Ah, das ist denn so ein Schildstoß, den er kann? Interessant. So, kommen wir zu Nautilus. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was er so für so ein Kampfsystem verfügt. Weil ich muss sagen, dass ich Nautilus eigentlich ganz cool finde. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was sein Kampfsystem so ist. Und wir befinden uns also in Sword Art Online. Zumindest glaubt das Asuna, dass sie hier vielleicht sterben könnte. Aber sie hat schon das Gefühl, dass irgendwas seltsam ist. Was für ein Gegner da? Gegner besiegt, wunderbar. Natürlich mit unserer erhöhten Ausrüstung funktioniert das natürlich etwas einfacher. Aber ich finde Nautilus, ne, sah auch schon so im Trailer so aus, als könnte der ein richtig interessanter Charakter werden. Also das Thema Kampfsystem so angeht, glaube ich, könnte der interessant werden. Zumindest sah es zumindest aus den Trailern so aus. Deswegen freue ich mich jetzt so mit Nautilus kämpfen zu können. Beziehungsweise Eiji, wie man natürlich ebenfalls kennt. Alter, guck mal. Ey, krass. Guckt euch das mal an, wie der dance denn auf dem Boden. Ey, das sieht richtig krass aus. Der macht ja einen richtigen Dance-Move. Das sieht ja richtig cool aus. Ich möchte nämlich jetzt noch die Attacke. Ah, er kann auch so einen Wirbelhieb. Das ist cool. Ja, also doch, sein Kampfsystem gefällt mir sehr gut. Vor allem, ich find's so geil, wie er da einfach auf dem Boden so rumdanzt. Das hat richtig Style, Alter. Ohne Witz, ey. Nautilus ist cool. Ey, ich find's so cool, wie er sich bewegt einfach. Nein, 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 nein. Verdammt. Nein, 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 das kommt, komm, beweg dich, Bruder. Jawohl. Das ist natürlich mit schnellen Charakteren wie Asuna und Nautilus sehr gut, hier gegen dieses Auge zu kämpfen. Außer ich lass mich treffen. Hallo? Nein, danke. Ah. Jetzt. Nein, ah, ich wollte jetzt gerade die Ulti einsetzen, bis ich gesehen habe, dass die Ulti ja schon. Dass die Ulti nicht einsetzen kann. Aber jetzt ist er gleich down. Jetzt ist er down. Nice. Oh, Items. Oh, jetzt eine Kiste, Kiste, Kiste. Jawohl, jetzt können wir auch die Kiste öffnen. Und jetzt kriegen wir hier auch die Items. Oh, jetzt sind aber noch Schwerter. Jawohl, nice. Damit haben wir das hier geschafft. Also muss ich sagen, Nautilus hat Spaß gemacht. Heathcliff, muss ich sagen. Schwierig, finde ich es ein bisschen schade, dass sein Angriff halt nur auf sich hielt, dass es halt nur seinen Angriff verstärken kann und nicht die Gruppe. Also, ja. Nicht feierbar. Und wir haben den S-Rang bekommen. Nice. Und wenn ich es glaube richtig gesehen haben, haben wir auch alle Items bekommen. Tatsächlich, die Magierrobe haben wir bekommen. Die sieht gerade bei Liefer richtig cool aus.
Wie geil das aussieht. Der Emote ist richtig cool. Hiskip ist halt super strong, ja, das ist schon der Fall. Und damit geht's weiter mit der Story. Wahrscheinlich. さてと、これでモンスターは一通り相当できたか。うん。久しぶりの戦闘は少々あっけなかったな。思ったより楽に片付きましたね。気を緩めないで。引き続き周囲に目を配ること。了解。おや、誰か来ますね。よっ、そっち側のモンスター、受け持ってくれてサンキューな。いやー、助かったよ。あんたら強いね。私一人だったら袋叩きにされてたかも。あなたは大丈夫だった？大きなダメージやバッドステータスは受けてない？なあ、平気平気。おう、私深次郎ってんだ。加勢ありがとだぜ。うん。und Hiskif können wir jetzt für den Mehrspielermodus nutzen. Nautilus nicht?Nautilus nicht? Betrug? Ist ja dumm.